Der Campus von Berkeley in Kalifornien. Hier wie auch anderswo hat der Kampf gegen AIDS vor mehr als 10 Jahren begonnen. Trotz der enormen Mittel, die in diesem Kampf eingesetzt werden, tritt die Forschung auf der Stelle. Deshalb sind einige Wissenschaftler entschlossen, alle Gewissheiten in Frage zu stellen. Zuallererst die allem Anschein nach unbestrittene Gewissheit, nämlich der Verantwortung des Virus als Auslöser für AIDS. Und wenn sich die Wissenschaftler getäuscht hätten, als sie dieses Virus für dieses neue Syndrom verantwortlich machten? Eine entscheidende Frage, bisher undenkbar und bis jetzt mehr oder weniger tabu. Sich dennoch die Überlegungen an, die dazu geführt haben, dass einige Wissenschaftler sich diese Frage stellen. Es handelt sich um Peter Duisberg, Professor für Molekularbiologie an der Universität Berkeley, und um seinen Kollegen Richard Strohmann. Was Sie jetzt gleich hören werden, wurde diesen beiden Forschern als Leichtfertigkeit ausgelegt, obwohl sie der amerikanischen Forscherelite angehören. Ich glaube nicht, dass die Ursache für AIDS schon gefunden worden ist. Sicher nicht. Sonst hätten wir in den letzten 10 Jahren so weit vorausplanen können, dass wir AIDS behandeln könnten und hätten eine bessere Vorsorge. Von alledem ist nichts geschehen. Sie finden eine Menge über HIV heraus, daran gibt es keinen Zweifel. Es sieht so aus, als ob wir mehr über das HIV wissen, als wir eigentlich brauchen. Aber wir haben nichts über AIDS erfahren. April 1984. Professor Gallo verkündet der Weltöffentlichkeit, den AIDS-Erreger identifiziert zu haben. Die amerikanische Forschung ist stolz auf diesen großen Sieg. Bis zu dem Augenblick, als man feststellt, dass das Virus angeblich in seinem Labor entdeckt woanders herkam. Tatsächlich wurde das AIDS-Virus hier im Institut Pasteur in Paris vom Team des Professor Montagnier zuerst erkannt und dargestellt. Nachdem der Streit über den Ursprung des Virus beigelegt war, der Professor Gallo eine Zeit lang gegen Professor Montagnier aufgebracht hatte, einigten sich die beiden Forscher schnell über das Grundsätzliche, die Ursache von AIDS. Gut, ich denke, man muss in dieser Geschichte einen kühlen Kopf bewahren. Das heißt in diesem Fall weiterhin Zweifel haben. Zweifel sind wissenschaftlich. Es gibt in der Wissenschaft kein Dogma. Ich denke nicht, dass ich ein Dogma, ein religiöses Dogma aufstelle, wenn ich sage, dass HIV die Ursache von AIDS ist. Ich denke, dass diese Behauptung auf einer Anzahl von Faktoren beruht, die im Laufe der Zeit immer zahlreicher werden. Also wird auch die Zahl derer, die diese Tatsachen nicht sehen wollen, immer kleiner. Man muss sich nun wirklich die Augen und die Ohren gleichzeitig zuhalten, um nicht zu erkennen, dass dieses Virus zu AIDS gehört. Wie Professor Wayne Opson, den man hier sieht, sind sich alle Forscher der Welt einig, wie der zu schlagende Feind heißt. HIV. Alle, bis auf einen. Tatsächlich widersetzt sich Peter Duisberg von Anfang an und argumentiert gegen die offizielle These, die das HIV-Virus als Verursacher von AIDS benennt. Disons, que quand Duisberg a posé cette question, sagen wir einmal so. Als Duisberg diese Frage gestellt hat, war es vielleicht vernünftig, da es ja tatsächlich keinen Konsens gab, dass jemand sagte, im Übrigen denke ich, dass uns noch die Grundlagen fehlen, um sagen zu können, das genau ist es. Von Anfang an habe ich persönlich die Auffassung von Duisberg nicht geteilt. Für mich waren die infizierten Bluter und Kinder eine klare Sache. Dann noch das AIDS-Virus bei den Affen. Gut, er hat die Frage gestellt, es reichte aus, ihm zu antworten. Und man hätte in der Sache weitergehen können. Aber die Gemeinschaft der Wissenschaftler hat Duisberg ein wenig beleidigt und hat nicht besonders gut reagiert, indem sie sagte, was ist denn das? Wie kann man nur so etwas in unserer Zeit behaupten? Anstatt ihm klipp und klar zu antworten, richtig mit wissenschaftlichen Argumenten. Zack, zack und fertig. 1987 und die folgenden Jahre werden die von Professor Duisberg aufgeworfenen Fragen bezüglich der Bedeutung des HIV-Virus für AIDS in der wissenschaftlichen Literatur diskutiert. Aber die wenigen Antworten seiner Kollegen können ihn nicht von seiner Meinung abbringen.
Für ihn ist der direkte Zusammenhang von HIV und AIDS bis heute noch nicht einwandfrei hergestellt. Das HIV-Virus, das man auf diesen Bildern sieht, gehört zu einer besonderen Virusfamilie, Retroviren genannt. Eine Virusfamilie, die Professor Duisberg nun schon seit 30 Jahren beobachtet. Er war es, der als erster ihre genetische Struktur aufgedeckt und entziffert hat. Aufgrund dieser Arbeiten wurde er 1986 in die Akademie der Wissenschaften aufgenommen. Professor Duisberg wird von da an als einer der größten Spezialisten für Retroviren angesehen. Ich habe beobachtet, dass Retroviren keine Zellen abtöten und keine Krankheiten hervorrufen, ohne dass sie hyperaktiv und sehr, sehr zahlreich waren. Sehr zahlreich im Tierversuch, vielleicht auch bei Menschen. Wir haben das bei Menschen nie festgestellt. Aber wir haben keinen Menschen und kein Tier gefunden, das vollkommen frei von Retroviren wäre. Beide haben in ihrem Körper Retroviren, die genauso aussehen wie das HIV. Sie sind latent da, haben dieselbe genetische Struktur, denselben Kopiermechanismus, dieselbe Mutationsrate, dasselbe Reverse-Transkriptase-Enzym, alles ist das Gleiche. Und sie rufen keine Krankheiten hervor. Sie sind die unschädlichsten Viren, die wir je gefunden haben. Deshalb haben einige von uns, mich selbst eingeschlossen, in den letzten 20 Jahren Retroviren als mögliche Ursache von Krebs untersucht. Weil sie keine Zellen töten und darum sind sie logische und mögliche Kandidaten für Krebs. Indem er diese Definition des HIV-Virus anwendet, stellt Duisberg folglich fest, dass das AIDS-Virus die T4-Lymphozyten, die es dem Körper erlauben, gegen Infektionen zu kämpfen, nicht zerstören kann. Selbst wenn man davon ausgeht, es könne sie zerstören, so hat man doch selten beobachtet, dass HIV-Viren T4-Lymphozyten infiziert haben. Anders gesagt, es erscheint unwahrscheinlich, dass das Virus dem Immunsystem große Schäden zufügen könne. Und dann gibt es diesen Zeitraum, der die AIDS-Infektion vom Erscheinen der ersten Symptome trennt. Dieser Zeitraum kann 5 bis 10 Jahre dauern, manchmal noch länger. Dies widerspricht allem, was wir über das gewöhnliche und bekannte Verhalten von Viren wissen. Die Krankheit wird von Viren ausgelöst, wenn viele Viren auch viele Zellen töten. Wenn ein Virus eine Zelle abtötet, würden Sie niemals eine Infektion bemerken. Wenn Sie sich mit Grippe, Syphilis, Grippe oder Herpes infizieren, dann erscheinen innerhalb von 2 bis 3 Wochen die Symptome oder Sie werden es nie bekommen. Weil ansonsten Ihr Immunsystem den Erreger erkannt und unschädlich gemacht hat. Deshalb haben wir immer eine Inkubationszeit von bis zu 3 Wochen, weil die Viren zahlenmäßig im Körper erst anwachsen oder zahlenmäßig explodieren müssen, um Zellen töten zu können und dann werden sie krank. Es gibt einfach keine Logik, die uns sagt, heute bist du angesteckt worden und erst 10 Jahre später wirst du krank. Das Virus hat seine Arbeit schon getan, bevor das Abwehrsystem überhaupt anfängt. Deswegen müsste man praktisch sofort krank werden, wenn das Virus verantwortlich wäre und nicht 10 Jahre später, wenn es tot ist. Der letzte Punkt von Professor Duisbergs Beweisführung betrifft die Anwesenheit der Antikörper im Blut. Für ihn stellen sie Zeugen der Schlacht des HIV gegen den Organismus dar. Der Beweis dafür, dass das Virus besiegt worden ist. Kurz und gut, für Professor Duisberg wird das Virus am Ende der Beweisführung für unschuldig erklärt. Es gibt einfach keinen Präzedenzfall in der Mikrobiologie, wo eine Mikrobe, die inaktiv, latent oder nicht nachweisbar ist, eine Krankheit hervorruft. Es ist nicht möglich, ein einziges aktives Virus zu finden. Bei den meisten AIDS-Patienten gibt es keine. Nur Antikörper dagegen. Das ist genau der Grund, warum ziemlich kompetente Biologen wie Gallo und Robin Wise niemals einen AIDS-Virus von AIDS-Kranken isolieren konnten. Nicht einmal in den Lymphknoten? Sie konnten es nicht. Nach Jahren vergeblicher Versuche landeten alle bei Montagniers Virus. Sie konnten es selbst nicht finden, weil nichts zu finden ist. Wir haben verstanden.
Nach 10 Jahren hitziger Diskussion besteht Duisberg auf seiner Argumentation und unterschreibt sie. Noch heute gibt es in seinen Augen keinen Beweis dafür, dass das HIV-Virus in das AIDS-Syndrom impliziert ist. Und solange dieser Zusammenhang nicht wissenschaftlich bewiesen ist, solange wird er bei seiner Meinung bleiben. Diese feste Überzeugung Duisbergs hat andere Forscher dazu gebracht, die Rolle des HIV-Virus im AIDS-Syndrom neu zu überdenken. Dies ist der Fall für Professor Harry Rubin, einem der Pioniere der Retrovirus-Forschung. Er hat hervorragende Spezialisten ausgebildet, die heute noch wegweisend in diesem Fach sind. Sich auf HIV als einzige Ursache zu konzentrieren, ist, so denke ich, auf der Basis der Beweise, die mir bekannt sind, nicht gerechtfertigt. Ich will nicht ausschließen, dass er eine gewisse Rolle spielt, aber ich bin nicht überzeugt, dass er eine entscheidende oder gar die einzige Ursache für AIDS ist. Das ist sicherlich nicht bewiesen. Viele dieser Fragen wurden von AIDS-Gegnern aufgeworfen und sind nicht immer ohne Antworten geblieben. Aber die Diskussion entglitt sehr schnell. Sie wurde unwissenschaftlich und führte zur Verbannung derer, die mit der offiziellen These nicht einverstanden waren. Nach ihrem Ausschluss aus der Gemeinschaft der Wissenschaftler haben sich die AIDS-Gegner hinter dem Biochemie-Professor Charlie Thomas neu formiert. Sie bildeten eine Gruppe mit dem festen Willen, sich Gehör zu verschaffen. Es wird weithin geglaubt, ein Retrovirus namens HIV sei der Auslöser einer Gruppe von Krankheiten, die man gemeinhin AIDS nennt. Viele Wissenschaftler stellen diese Hypothese neu in Frage. Wir schlagen vor, dass eine geeignete, unabhängige Gruppe eine grundlegende Neueinschätzung der schon bestehenden Beweise für und gegen diese Hypothese durchführen sollte. Weiterhin schlagen wir vor, dass kritische epidemiologische Untersuchungen aufgeteilt und durchgeführt werden. Diese 4 Thesen wurden als Brief vielen prominenten Wissenschaftspublikationen unterbreitet. Und alle weigerten sich, diesen Brief zu veröffentlichen, obwohl er von vielen bekannten Forschern unterschrieben war. Very well-known scientist. Bis heute haben schon 3 Nobelpreisträger ihre Zweifel an der offiziellen These öffentlich kundgetan. Die Biologin Barbara McClintock, die schon verstorben ist, Professor Walter Gilbert der Universität Harvard und schließlich Carrie Mullis, Nobelpreisträger der Chemie 1993, den man hier sieht. Er wohnt heute an der kalifornischen Küste in San Diego. Carrie Mullis ist der Erfinder von PCR, einem Verfahren zur Darstellung und Verstärkung von Genen eines Mikroorganismus. Seine Entdeckung hat die Forschungsarbeit in allen Labors der Welt revolutioniert. Heute ist PCR zu einem wichtigen Instrument der AIDS-Forschung geworden. Und plötzlich musste Mullis sich ganz konkret mit diesen Sachen befassen. Zu dieser Zeit kamen auch seine ersten Zweifel auf. Ich wurde in die ganze Sache erst dadurch verwickelt, dass ich Referenzartikel suchte, die diese Vermutung, dass HIV, ein Virus, etwas mit Namen AIDS hervorbringen. Ich war gerade dabei, einen Bericht zu schreiben und musste das ebenso belegen können. Ich weiß, dass das stimmt, da ich es mit diesen Veröffentlichungen belegen kann. Und ich konnte keine finden. Und das war sehr eigenartig, denn alles, was ich auch bisher bei meinen Forschungen gesucht habe, ich habe immer auch die Quelle dazu gefunden. Sowas ist ganz einfach. Sie gehen in die Literatur, schauen nach, wer dafür zuständig ist, wer es macht und wer bewiesen hat, dass es wahr ist. Und in diesem Fall war gar nichts in dieser Richtung. Ich fragte einen AIDS-Forscher nach dem anderen. Könnten Sie mir bitte erklären, warum Sie glauben, dass das HIV-Virus möglicherweise die Ursache für AIDS sein könnte? Wodurch wurden Sie überzeugt? Welche Veröffentlichungen haben Sie gelesen? Und Sie sagten immer, es gäbe einen Haufen Berichte darüber. Und ich fragte also, könnten Sie mir diese Literaturnachweise schicken? Ich will auch gerne überzeugt sein, damit ich endlich mit diesen lächerlichen Nachforschungen aufhören kann, klar? Denn ich suche nur nach einer Veröffentlichung, um sie in einer kleinen Abhandlung für das National Health Institute zu zitieren. Eine Studie über Blut und HIV. So sollte man verfahren. Und ich sollte in der Lage sein, meine Behauptung, dass HIV möglicherweise der Auslöser für AIDS sei, zu belegen. Aber ich fand dazu keine Möglichkeit. So fragte ich weiter. Niemand hatte die Antwort. Sie sagten immer, okay, ich hab's irgendwo. Und ich sagte, okay, dann schick's mir. Niemand hat das jemals getan.
Die Schwierigkeit der Beweisführung ist für Mullis der Hinweis darauf, dass alles bar jeder Grundregeln, die bei wissenschaftlichen Arbeiten beachtet werden müssen, gemacht wurde. Für ihn wurde in der AIDS-Forschung zu überhastet gearbeitet. Die Methoden, dann die werbemäßigen Ankündigungen, keine öffentliche Kreuzdiskussion unter Forschern und schließlich wurde der Mantel des Schweigens über einer ungefähren Wahrheit ausgebreitet. So funktioniert Wissenschaft nicht. Normalerweise sagst du, wenn ich eine Behauptung aufstellen möchte, muss ich zuerst ein Experiment machen. Dann bekommst du die Ergebnisse. Dann schaut man sie sich vorsichtig an und sagt zu sich, habe ich hier irgendetwas falsch gemacht? Ist das auch wahr? Manchmal macht man noch einen Versuch, um ganz sicher zu gehen. Dann erst beruft man eine Pressekonferenz ein, richtig? Und so wird eine wissenschaftliche Tatsache geschaffen. In diesem Fall haben sie eine Pressekonferenz abgehalten und sagten, HIV ist der Verursacher von AIDS. Das Gesundheitszentrum in Atlanta ahmte das nach und sagte, HIV ist ein gefährlicher Organismus und wenn Sie das bei einem Patienten mit gewissen Symptomen finden, dann melden Sie das bitte. Sie sagten nicht, wir wissen warum und sie erklärten auch nicht, warum sie es wussten. Sie sagten nur, wir wissen es. So wurde daraus eine Tatsache, in Anführungszeichen sozusagen. Es ist nicht wirklich eine Tatsache. Es gibt keine wissenschaftlich gesicherten Fakten. Sicher. Auch Mullis bestreitet nicht, dass es an Forschungsarbeiten über das AIDS-Virus mangelt. Aber was weiß man heute genaueres über die grundsätzliche Frage, nämlich ob das HIV-Virus für die AIDS-Krankheit zuständig ist? Wo findet sich der notwendige wissenschaftliche Beweis, um diese Hypothese zur Gewissheit werden zu lassen? Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis, nur ein Bündel von Argumenten. Sagen wir so, zum Beispiel, dass jemand schuldig ist, auch wenn Sie ihn nicht beim Morden beobachtet haben. Sie haben ihn nicht in flagranti ertappt, aber Sie haben die Blutflecke. Und leider wird man den Prozess, so wie bei O.J. Simpson, wiederholen müssen. Aber trotzdem wird sich die Sache im Allgemeinen so drehen, dass man eine Anzahl von schlüssigen, indirekten Beweisen hat, die so stark sind, dass die Gewissheit bestehen kann. Professor Montagnier könnte eine neue Veröffentlichung hinzufügen, die der Auffassung seiner Gegner bezüglich der non-virulenten Phase vor Ausbruch der Krankheit widerspricht. Zwei Publikationen in der wissenschaftlichen Zeitschrift Nature unterstützen die These, das Virus schlafe nie. Von Anfang der Infektion an liefern sich das HIV und das Immunsystem einen harten Kampf. Ein Kampf, der mehrere Jahre dauert und mit einem Sieg des Virus endet. Folglich verlangt John Maddox, der Chefredakteur dieser Zeitschrift, von allen, die wie Duisberg oder Mullis die These von HIV als AIDS-Auslöser ablehnen, endlich ihre Fehler einzugestehen. Wenn Maddox wirklich denkt oder dachte, dass diese Veröffentlichung nachweist, dass HIV AIDS hervorruft, dann soll er nach draußen gehen und sich erschießen. Denn wenn er vorher keine Begründung hatte, warum hat er alle meine möglichen Erklärungen und alternativen Hypothesen abgewiesen? Warum hatte Maddox so eine abgeschlossene Meinung? Warum hatte die ganze Welt eine total abgeschlossene Meinung dazu? Wenn es bis 1995 gedauert hat, bis man herausfand, was AIDS erzeugt, wie konnte es jeder seit 10 Jahren wissen? Trotz der Veröffentlichungen von Nature bleibt Mullis bei seiner Meinung und zwar nicht nur wegen der von ihm vorgebrachten formalen Gründe, sondern auch viel schwerwiegender, weil diese Arbeiten laut Mullis nicht mehr Klarheit über die Rolle des Virus bei der Zerstörung des Immunsystems bringen werden. Diese Feststellung ist etwas Ungeheures, wenn man bedenkt, dass sie von einem Nobelpreisträger kommt. Ich bin mir ganz sicher, dass es nicht die Ursache von AIDS ist. Die Fakten liegen jetzt auf dem Tisch und wenn Sie sich die genau ansehen, kann es nicht der AIDS-Erreger sein. Gibt es AIDS? Die Krankheiten, die unter dem Namen AIDS laufen, gibt es alle. Die meisten von ihnen gibt es seit langer Zeit. Es gibt sie nicht alle in demselben Patienten und zur selben Zeit. Und es sah so aus, als ob eine Art Syndrom darin verwickelt wäre. Aber wirklich, wenn Sie auf Dinge zurückblicken wie Pneumocystis carinii-Pneumonie, das Kaposi-Sarkom, den Pilzbefall des Schlunds über den ganzen Kopf und so Zeugs, über das Gesicht und Gliedmaßen, dann findet man für jedes Einzelne seinen Grund. Aber es muss nicht unbedingt für alles derselbe Grund herhalten. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass alles habe die gleiche Ursache. Ganz genau gesagt, das Kaposi-Sarkom. Zu Beginn der 80er Jahre, als die ersten AIDS-Fälle in San Francisco auftauchten, sah man viele junge Homosexuelle, die von einem sehr seltenen Hautkrebs, dem Kaposi-Sarkom, befallen waren. Diese Krankheit äußert sich durch das Erscheinen von beunruhigenden bräunlichen Flecken überall auf dem Körper.
Schnell wird das Kaposi-Sarkom im Auge der Spezialisten zur schauerlichen Zeichnung, ja zur spektakulären Signatur des AIDS-Virus bei homosexuell Infizierten. Und trotzdem, auch hier wieder hat noch niemand klar die Rolle des HIV bei der Erscheinung des Kaposi-Sarkoms aufzeigen können. Im Gegenteil, die Forschung hat einen anderen Erreger, einen anderen Verantwortlichen ans Licht gebracht. Thank you. You're welcome. Dr. Harry Haverkos von der Antidrogenbehörde in Rockville, USA, den man hier sieht, untersucht die Auswirkung von Drogen. Here's a picture of a AIDS patient with Kaposi. Er war einer der ersten, die den Zusammenhang zwischen dem Kaposi-Sarkom und einem Aphrodisiakum, dem Poppers, einer Droge, die Ende der 80er Jahre im homosexuellen Milieu weit verbreitet war, hergestellt hat. Wir machten eine Studie über homosexuelle Männer. Wir studierten ihr Sexualverhalten, ihren Drogengenuss und so weiter. Und was wir feststellten, war ganz einfach, dass die Männer, die Kaposi-Sarkome entwickelten, andere Verhaltensmessdaten hatten als die Männer, die Pneumocystis carinii Pneumonie zeigten und aber kein Kaposi-Sarkom bekamen. Und als wir unsere Ergebnisse so anschauten, fanden wir heraus, dass anscheinend Drogengenuss, also Poppers, die Variable war, die den Unterschied erklärte. Aufgrund dieser Erkenntnis hat die Antidrogenbehörde mehrere Aufklärungskampagnen gegen die Benutzung von hochdosierten Poppers geführt. Seither wurden die Poppers aus dem freien Verkauf zurückgezogen und das Ergebnis ist sichtbar, wie es die neuesten epidemiologischen Untersuchungen beweisen. There's been a unusual Es gab in den letzten Jahren einen ungewöhnlichen Rückgang des Kaposi-Sarkoms, sowohl in der Anzahl der Fälle als auch prozentual. Haben Sie dafür eine Erklärung? Also ich denke, dass das mit dem Genuss von inhalierten Nitriden, das heißt Poppers, zu tun hat, nämlich mit dem Rückgang des Konsums dieser Poppers, den wir über denselben Zeitraum hinweg dokumentierten. Es ist ganz klar, dass wir weder den Rückgang des HIV in einer der beobachteten Gruppen feststellen konnten, noch konnten wir bis jetzt eine signifikante Korrelation mit Herpesinfektionen herstellen. Aber die Epidemiologie der Kaposi-Sarkome und des Poppers-Verbrauchs ergänzen einander, wenigstens in den USA, ziemlich gut. Der Vollständigkeit halber muss gesagt werden, dass das Kaposi-Sarkom auch bei Patienten auftritt, die niemals Poppers benutzt haben. Es ist auch bei Patienten aufgetreten, die niemals HIV infiziert waren. Das beweist jedenfalls, dass die Sachlage schwieriger ist, als man anfangs dachte. Was das Kaposi-Sarkom hervorruft, ist schon weniger klar. Es gibt Anhaltspunkte, dass dieses neue Herpesvirus bei einer ganzen Anzahl gefunden wurde, verbunden mit einer signifikanten Poppers-Vergangenheit. Es kann sein, dass HIV nicht zwingend eine Rolle dabei spielt, aber dass noch etwas anderes als Poppers unabhängig von HIV in den Ursprung verwickelt ist. Die Erkenntnisse über die Entstehung der Krankheit bleiben weiterhin unklar. Und in dem Maße, in dem sich die Erkenntnisse erweitern, wird das HIV tendenziell eher entlastet als beschuldigt. Und dennoch befindet sich bis zum heutigen Tage das Kaposi-Sarkom immer noch auf der Liste der AIDS-Krankheiten. Also, wozu diese Starre festhalten? Wir haben die ganze Geschichte wegen der Gleichung HIV gleich AIDS abgekauft. Nun, wenn HIV nicht die Ursache für das Kaposi-Sarkom ist, hätte niemand geglaubt, dass AIDS etwas Neues ist. Niemand hätte an HIV geglaubt. Und jetzt geben wir alles auf. Wir geben Kaposi-Sarkom als eine AIDS-Krankheit auf. So, warum sollte man denn nicht auch die Lungenentzündungen aufgeben? Und was ist da noch übrig? Gar nichts. Von einem anderen Thema und einer anderen Feststellung zeugt dieser Aufklärungsfilm von 1987. Erinnern Sie sich daran? At first, only gays and IV drug users were being killed by AIDS. But now we know every one of us could be devastated by it. The fact is, over 50,000 men, women and children now carry the AIDS virus. That in 3 years, nearly 2,000 of us will be dead. That if not stopped,
It could kill more Australians than World War II. Bis heute zählt man weniger als 10.000 AIDS-Fälle in Australien, anstatt der prognostizierten 50.000 in dem Film. Hauptsächlich Homosexuelle und Drogensüchtige. Diese Feststellung soll weder zu einer Unterschätzung des Übels führen, noch die Risikogruppen mit dem Zeigefinger anklagen. Man sollte sich einfach daran erinnern und feststellen, dass man sich getäuscht hat und dass man die Fehler nur noch schlimmer macht, solange man die Tatsachen nicht zurechtrückt. In Europa hat sich die Epidemie stabilisiert. Sie ist sogar ein wenig zurückgegangen. Die explosive Entwicklung bei den Heterosexuellen hat sich niemals so eingestellt, wie sie vorhergesagt wurde. Die Aufklärungskampagnen haben sicherlich ihren gebührenden Anteil daran. Aber es gibt auch andere Gründe. Die Klone, die wir in Europa haben, sind Klone mit einer geringen heterosexuellen Ansteckung. Es gab also keine große Weiterverbreitung. Es gab eine gewisse Verbreitung über die Frauen, die vor allem von drogenabhängigen und bisexuellen Männern angesteckt wurden. Aber es gab keine Kettenreaktion, also keine große heterosexuelle Ansteckung. Ich denke, dass es auch in Zukunft keine geben wird. Und ich kann Ihnen als Beispiel den Fall der Prostituierten nennen. Laut Untersuchungen sind nur 2-3% der Prostituierten infiziert. Dieser Prozentsatz bleibt stabil. Nur bei denjenigen, die auch Fixer sind, steigt er an. Die epidemiologischen Studien bei nicht drogenabhängigen Prostituierten in europäischen Großstädten bestätigen tatsächlich diese Analyse von Professor Montagnier. In bestimmten europäischen Städten stellt man sogar überhaupt keine Infizierung bei den untersuchten Gruppen fest. Wenn man bedenkt, dass die Prostituierten diejenige Gruppe der heterosexuellen Bevölkerung sind, die das größte Risiko tragen, kann man dem Umkehrschluss folgen, dass die restliche heterosexuelle Bevölkerung noch weniger mit AIDS-Viren infiziert ist. Muss man daraus den Schluss ziehen, dass es bei den Heterosexuellen keine Epidemie gibt und auch niemals geben kann? Im Europäischen Zentrum zur Überwachung von AIDS, dort wo die meisten Studien über die Verbreitung der Epidemie geführt werden, kommt man nicht ganz zu demselben Schluss. Im Großen und Ganzen, das ist wahr, bleiben die Homosexuellen und die Drogensüchtigen immer noch 15 Jahre nach Beginn der Epidemie die am stärksten betroffenen Gruppen. Viel stärker als die heterosexuelle Bevölkerung im Allgemeinen. Aber das soll nicht bedeuten, dass die HIV-Infektion bei den Heterosexuellen nicht stattfindet oder in der Zukunft nicht stattfinden wird. In Wirklichkeit wohnen wir einer langsameren Verbreitung des Virus innerhalb der heterosexuellen Bevölkerung bei. Sie schreitet weiter fort, aber bei weitem nicht so schnell wie in den beiden ersten Gruppen. Aber allein die Tatsache, dass diese Verbreitung langsamer ist als in den vorhergehenden beiden Gruppen, bedeutet noch lange nicht, dass wir uns sicher fühlen können. Das heißt nur, dass die Intensität des Risikos im Durchschnitt in der heterosexuellen Bevölkerung schwächer ist, dass sich die Epidemie langsamer und schwieriger ausbreitet. Trotz alledem, das Gespenst der Epidemie, die Europa im letzten Jahrzehnt bedrohte, entfernt sich, wenigstens im Moment, oder verschiebt sich eher, nämlich nach Afrika. Von dort drüben, der anderen Seite der Sahara, erreichen uns schlimme Bilder, die augenscheinlich keinen Zweifel aufkommen lassen. Die Epidemie trifft einfach alle, ohne Unterschied. Die Alten wie die Jungen, Männer wie Frauen. Laut der Weltgesundheitsorganisation zählt man die HIV-Positiven nach Millionen. Es steht freilich nicht zur Debatte, das Massensterben in Frage zu stellen. Wenn man diese Schreckensbilder sieht, wer wäre so gewissenlos, dies zu tun? Nein, auch hier stellt sich nicht die Frage der Geißel oder der traurigen Tatsachen, sondern welchen Namen man ihr geben soll. Afrika ist krank. Aber heißt diese Krankheit wirklich AIDS? Es ist wahr, ich weiß das aus Erfahrung, dass unsere Tests, die hier sehr sensibel und sehr spezifisch sind, viel weniger spezifisch mit afrikanischen Plasmen sind. Aus verschiedenen Gründen. Sie haben nämlich selbst gesagt, dass viele Afrikaner sich überlagernde chronische Infektionen wie Malaria holen und einen anormal hohen Antikörperspiegel, überhaupt einen hohen Spiegel an Immunoglobulinen haben. Und diese Antikörper können unspezifische Reaktionen auslösen.
auslösen, sodass falsche, positive AIDS-Tests daraus entstehen. Es gibt auch eine unglaubliche Vielzahl an Virusstämmen, die in Afrika zirkulieren. Daher sind die Tests nicht immer sehr passend. Wir müssen also noch eine große Studie zu Ende führen. Verfälscht dies total all unsere Schätzungen? Ich glaube es trotzdem nicht, denn diese Schätzungen sind aufgrund verschiedener Vergleichsrechnungen entstanden. Und sicherlich geben sie das Spektrum vor. Man muss nur einmal in ein afrikanisches Krankenhaus gehen. Da sieht man, dass die meisten an AIDS erkrankt sind. Eine britische Wochenzeitschrift kam zu vollkommen anderen Schlussfolgerungen, obwohl sie von fast den gleichen Befunden ausging. In ihrer Ausgabe vom Oktober 1993 veröffentlichte die Sunday Times eine Untersuchung mit dem sehr provokativen Titel »Der AIDS-Mythos in Afrika«. Der Autor dieser Untersuchung heißt Neville Hutchinson, ein Wissenschaftsjournalist. Man sieht ihn hier an seinem Arbeitstisch. Zweifel befallen ihn, als er im Lauf des Jahres 1993 Zentralafrika bereist. Die Erfahrung seiner 25-jährigen beruflichen Laufbahn erscheint ihm ausreichend, um feststellen zu können, dass mit der öffentlichen AIDS-Version etwas nicht ganz stimmen kann. Leidet Afrika wirklich am AIDS-Syndrom? Nicht, wenn Sie AIDS als eine neue Infektionskrankheit definieren. Es gibt in Afrika viel Leid und Tod durch Unterernährung, Wiederaufleben totgeglaubter Krankheiten wie Malaria, Tuberkulose und so weiter. Viel Hilfe ist nötig, aber ich habe keinen Hinweis für eine neue Epidemie gefunden. Die Reise von Neville Hutchinson durch Afrika dauert mehrere Wochen. Er bereist zuerst Kenia, dann Tansania, Sambia und schließlich Simbabwe. Was er sieht, was er hört, ist mehr die Angst vor AIDS als die Krankheit selbst. Vor Ort wird er die Gründe dafür noch verstehen. Mitte der 80er Jahre kamen Forscher aus den USA mit ganz neuen HIV-Tests, begannen große Testreihen und fanden manchmal 40-50% der Untersuchten als HIV-Positive. Und dann hieß es, HIV muss es hier schon seit Jahren geben. Afrika befindet sich in einer schrecklichen Epidemie. Und natürlich hat das zu einem Klima schrecklicher Angst geführt. Der Schrecken ist überall festzustellen. Und doch, so schreibt er, gibt es keinen Grund dazu. In seinen Augen bleibt die AIDS-Krankheit unsichtbar. Er findet nicht die Spur ganzer Dörfer, die von AIDS dezimiert wurden, noch findet er schnell aufgezogene Massengräber, die die Leichenberge aufnehmen sollen. Sicherlich ist Afrika schwer krank, aber nichts deutet auf etwas Neues hin, das man in den westlichen Industrieländern AIDS nennt. Das Erste, was mir auffiel, als ich nach Afrika kam und meine Nachforschung begann, war, dass diese Krankenhäuser, vollgestopft mit AIDS-Patienten, ganze Dörfer an AIDS sterbend, im ersten Moment gar nicht zu sehen waren. Aber als ich fragte, an welcher Krankheit sterben die denn, sagten sie, also es ist AIDS. Ich sagte, ja, aber an welcher Krankheit genau? Denn AIDS ist ein Abwehrschwächesyndrom. So sagten sie, also dieser Patient hat TBC, dieser hat chronischen Durchfall und dieser hier Malaria. Es gab eine ganze Reihe von Krankheiten, Fieber, Durchfall. Diese Dinge kennt man in Afrika seit eh und je. Aber nun wurde laut der Kritiken alles neu umdiagnostiziert, auf AIDS, wegen der Angst vor AIDS, die die HIV-Tests gebracht hatten. Ist so eine Verwechslung möglich? Hat man sich so sehr irren können? Die Frage beschäftigt heute viele Forscher. In einer neuen Studie, die in Zaire gemacht wurde, stellt ein amerikanischer Wissenschaftler, Professor Essex, fest, dass Lepra-Patienten, also nicht HIV-Infizierte, auf den HIV-Test positiv reagieren. Eigenartig. Professor Essex weist also darauf hin, dass die Auswertungen der Tests nur mit Vorsicht zu deuten sind, vor allem bei Patienten, die von mykobakteriellen Krankheiten wie Lepra oder TBC befallen sind. Er schließt daraus, dass die AIDS-Tests in den zentralafrikanischen Städten, wo diese Krankheit stark verbreitet ist, vielleicht nicht ausreichen, um eine HIV-Infektion zweifelsfrei zu bestimmen. Am besten ließe man das für ganz Afrika gelten.
Dies sind verheerende Neuigkeiten, denn Tuberkulose und Lepra sind in vielen afrikanischen Orten weit verbreitet. Aber noch einmal, als wir darüber berichteten, hatte das keine Folgen, keine Gegenantwort von einer Hauptforschungsgruppe für AIDS, nur der Versuch, einfach so weiterzumachen, als ob alles so wie immer sei. Bis zum heutigen Tage hat noch niemand Hutchinson eine rechte Auskunft gegeben. Weder die Journalisten, die seiner Meinung widersprechen, noch Professor Essex selbst. Sollten die AIDS-Tests also doch viel ungenauer sein, als man es ohnehin schon sagt? Hier in Australien hat eine Forschergruppe aus Perth die bisher kompletteste Prüfstudie zu diesem Thema erstellt. Ganz genau gesagt in diesem Krankenhaus. Diese drei Forscher haben so ziemlich alles, was bisher über den AIDS-Test gesagt und geschrieben wurde, analysiert. Mit dem einzigen Ziel, auf die folgende Frage eine Antwort geben zu können. Ist ein positives Testergebnis wirklich der Beweis dafür, dass man vom HIV-Virus infiziert wurde? Das Ergebnis dieser Arbeit über den Western Blot-Test, der als der zuverlässigste angesehen wird, wurde in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung 1993 in der Zeitung Biotechnology dargelegt. Es gibt viele Unterlagen, die belegen, dass der Test vor einem ordentlichen Zulassungsverfahren akzeptiert wurde. Und das versuchen wir nachzuweisen. Es gibt zu viele Hinweise in der Literatur, die auf die Unzuverlässigkeit des Tests anspielen. Man glaubt diesem Test, der etwas aussagt, das er vielleicht nicht aussagen kann. Zum Verständnis sei gesagt, dass der Test niemals das Virus selbst darstellt, sondern die Antikörper, die auf die Anwesenheit des Virus im Organismus reagiert haben. Aber wie funktioniert ein AIDS-Test? Er läuft in zwei Phasen ab. Die erste ist der ELISA-Test. Wenn er positiv ist, dann muss er von einem zweiten Test bestätigt werden. Dieser, der Western Blot Test, stellt sich in Form eines Streifens, auf dem die verschiedenen Eiweiße des Virus fixiert wurden, dar. Dieser Streifen wird nun mit dem Serum des Patienten benetzt. Wenn das Patientenserum gegen das Virus gerichtete Antikörper enthält, färben sich die mit Eiweiß besetzten Streifen schwarz ein. Der Test ist dann positiv, wenn auf dem Teststreifen mehrere schwarze Streifen zu sehen sind. Soweit so gut. Jetzt wird es kompliziert, denn die Auswertungskriterien sind von einem Land zum anderen verschieden. Um einen Test als positiv zu akzeptieren, benötigt man in Frankreich andere Unterscheidungsmerkmale als in den USA, die wiederum mehrere Unterscheidungsmerkmale haben. Die Kriterien sind wieder andere in Australien oder Afrika. Wenn der Western Blot-Test bei einer Person zwei Streifen zeigt, diese zwei besonderen Streifen, dann wird er in Afrika und einigen Teilen Amerikas als infiziert gelten, aber nicht in Australien, anderen Orten Amerikas und in Frankreich auch nicht. Wenn wir noch einen dritten Streifen hätten, dann würde der Patient, wie Dr. Turner sagt, als infiziert betrachtet. Dies gilt für Afrika, Frankreich, für einige Teile Amerikas, aber nicht für andere und auch nicht für Australien. Und wenn wir einen vierten Streifen hätten, so würde der Patient fast überall auf der Welt als infiziert betrachtet. Aber dasselbe gilt immer noch nicht für Australien. Man kann doch nicht zu jemandem sagen, hier bist du positiv und im nächsten Zimmer bist du negativ. Entweder man ist angesteckt oder nicht. Und mit diesen Kriterien kann man es nicht genau sagen. Es ist nicht ganz so einfach, eine logische Erklärung zu finden, die diese Gebrauchsanweisung à la carte erklären könnte. Warum verlangt man nicht überall dieselben Merkmale? Kein Grund zur Aufregung, so versichern die Labors. Das infizierte Blut, so sagen sie, reagiert positiv und unzweideutig, egal welche Unterscheidungsmerkmale angewandt werden, da der Test ja alle Eiweiße des Virus erscheinen lässt. Hierin besteht der echte Unterschied zu einer nicht kontaminierten Blutprobe. Selbst wenn einmal die Standardisierungsprobleme gelöst wären, hätten wir immer noch das Problem, dass der HIV-Antikörpertest nicht immer reproduzierbar ist. Ich zeige Ihnen ein Beispiel für Reproduzierbarkeit.
Hier haben wir ein und dieselbe Blutprobe an 19 amerikanische Labors vergeben. Die besten Labors wohlgemerkt. Jeder Streifen ist einem Labor zugeordnet. Auf manchen sieht man schwarze Streifen. Auf anderen sieht man ganz wenige. Und auf denen mit einem I gekennzeichneten sieht man gar keine. Doch es handelt sich um das Serum ein und desselben Patienten, der HIV-positiv ist. Das australische Team hat noch andere Irrtümer aufgedeckt, die noch schlimmer sind. Auf Ihre Frage, wie groß die Unterschiede sein können, kann ich Ihnen nur die Veröffentlichung der Forschergruppe im amerikanischen Bluttransfusionszentrum zitieren. Das amerikanische Journal of Clinical Pathology hat 1991 101 Proben von negativen, da keinerlei Streifen, Western Blot Seren an drei verschiedene Labors verschickt. Sie berichteten, dass 67 Mal keine Streifen gemeldet wurden. Es gab andere Streifen, was auch immer die bedeuten mögen, im Ganzen 13 Mal. Eiweiß P41 wurde einmal und Eiweiß P24 auch einmal nachgewiesen. P24, 32 und 41, 120 zweimal. Das heißt, in vielen Labors wären sie als positiver Test herausgegangen und es war doch negatives Serum. Zusammengefasst kann man sagen, dass zwei Seren von einem Labor als negativ getestet in einem anderen HIV-positiv getestet werden können. Für die australischen Forscher stellt dieser Widerspruch den eigentlichen Sinn des Tests in Frage. Das heißt, seine Fähigkeit klar zu beantworten, ob der Patient infiziert ist oder nicht. Dies nennen die Forscher Spezifizität. Spezifizität bedeutet, dass der Test nur dann positiv ist, wenn das Virus sich im Blut befindet. Wenn sich das Virus dort nicht befindet und Sie trotzdem eine Reaktion bekommen, dann ist Ihr Test unspezifisch. Die Australier gehen heute so weit zu sagen, dass das positive Testergebnis kein sicherer Beweis dafür ist, dass man HIV-infiziert ist. Als Beweis führen sie Tests an, die an Tieren durchgeführt wurden, die vom AIDS-Virus nicht infiziert werden können. Zum Beispiel Mäuse, die das Blut einer anderen Maus bekommen haben und bei denen man virale Antikörper gefunden hat. Auch gewisse Hunderassen. Bei 144 getesteten Hunden findet man bei der Hälfte dasselbe Ergebnis wieder wie bei den Mäusen. Dann gibt es auch noch die Testserie, die anhand von Blutproben 1968 bei Amazonas-Indianern durchgeführt wurde. Mehrere Tests waren positiv, obwohl noch nie ein einziger AIDS-Fall bei diesen Stämmen diagnostiziert worden ist. Man hat dasselbe Phänomen auch in verschiedenen Regionen Afrikas beobachten können. Diese ganzen Falschreaktionen sind den AIDS-Forschern zur Genüge bekannt. Sie werden durch die Anwesenheit anderer Antikörper als derer, die auf das HIV reagieren, hervorgerufen. Die australische Forschergruppe bestreitet die Antwort nicht. Sie stellen nur eine andere Frage. Wie soll bei einem Patienten, der HIV-positiv getestet ist, herausgefunden werden, ob er mit HIV oder etwas anderem infiziert wurde? Wir wissen oder wussten eigentlich schon immer, dass homosexuelle Männer, Drogenkonsumenten und Bluter als hauptsächliche Risikogruppen Fremdeinflüssen ausgesetzt sind und so in der Lage sind, viele verschiedene Antikörper zu produzieren. Das sind halt genau die Gruppen, wo es einfach unabdingbar ist, die Spezifizität des Tests zu kennen. Es kann sogar sein, dass dieser Test keine HIV-Infektion bei jeder dieser Personen anzeigt. Eigentlich bedeutet dies, dass die Auswertung der Tests nicht immer gleich gehandhabt wird. Es besteht weder Einigkeit darüber, was der Test eigentlich aussagt, noch über die Einschätzung der Krankheit an sich. Und deshalb sollten wir, solange diese Probleme nicht gelöst sind, den vorgeschlagenen Krankheitsmechanismus HIV ergibt AIDS nicht befolgen. Wenn die Interpretation des Tests zu Schwierigkeiten führt, so ist das nur äußerst selten, behauptet die Mehrzahl der Wissenschaftler. Und als Lösung des Problems gibt es viele Qualitätskontrollen. Der große Zweifel, den diese Forscher seit 10 Jahren herausgearbeitet haben und den man den ganzen Film hindurch spüren konnte, beginnt die offizielle Version ins Wanken zu bringen. Er ist sogar von der Gemeinschaft der Wissenschaftler, die Gewicht hat, übernommen worden. Sicherlich noch nicht mit der Vehemenz wie bei den AIDS-Gegnern, aber die Gleichung HIV ist gleich AIDS wird in einem neuen Licht und anhand neuer Erkenntnisse durch ein besseres Verständnis der AIDS-Krankheit gesehen. Eine Entwicklung, die auch in der Presse ihr Echo findet.
Die Sache wäre ganz einfach gewesen, wenn man nach der Entdeckung des AIDS-Virus sofort gemerkt hätte, dass man mit der Gabe eines Antiretrovirus-Medikaments die Vermehrung des Virus hätte stoppen, dem Patienten gewiss komplizierter ist. Und als man Mittel verabreichte, die das Virus in vitro in seiner Replikation hinderten, genügte das dennoch nicht, um den Krankheitsverlauf zu stoppen. Also musste man etwas anderes finden. Außerdem war es notwendig, nachweisen zu können, warum die Evolution der Krankheit in den Industrieländern nicht dieselbe wie in den Entwicklungsländern ist, die wiederum nicht dieselbe wie in Afrika, Asien und so weiter ist. Man musste dies erst einmal verstehen und hat dann schnell festgestellt, dass alleine die Existenz eines Virus nicht genügte, dies alles zu erklären. Luc Montagnier persönlich, als derjenige, der das Virus entdeckt hat, war einer der ersten, der die Rolle des HIV-Virus relativiert hat. Oder besser gesagt, der die Präsenz zusätzlicher Erreger beim Ausbruch der AIDS-Krankheit für möglich hielt. Well, this is, again, a new concept, and I know, wir sind im Jahre 1990 in San Francisco auf der 6. internationalen AIDS-Konferenz. Luc Montagnier kündigt an, dass das HIV-Virus vielleicht nicht die einzige Ursache für AIDS ist. Nach Montagniers Meinung hat das AIDS-Virus einen Komplizen, das Mykoplasma. Ohne diesen Komplizen kann das HIV-Virus nichts ausrichten. Die weitere Forschung hat Luc Montagnier nicht bestätigt und heute ist er sich auch nicht mehr so sicher. Aber im Grunde hält er seine Meinung noch aufrecht. Wir haben nun sehr gewichtige Gründe zu behaupten, dass neben den schon bekannten Kofaktoren der Infektion, Viren, Bakterien, auch diese kleinen Bakterien eine wichtige Rolle spielen. Die Frage ist jetzt herauszufinden, wie dieses Mykoplasma mit dem Virus zusammenspielt. Ist das Mykoplasma ein Vorläufer der Virusinfektion? Und profitiert es von einer verminderten Abwehr nach der Virusinfektion? Oder werden die Personen gleichzeitig auf sexuellem Wege mit dem Mykoplasma infiziert, also gleichzeitig mit dem Virus? Und welche Rolle spielt es beim Fortschreiten der Krankheit? Fragen, die man noch nicht so ganz beantworten kann. Aber alles, was wir nachweisen konnten, passt zu dem Gedanken, dass die Mykoplasmen beim Voranschreiten der Krankheit eine Rolle spielen könnten. Ob andere Faktoren oder Erreger noch eine Rolle spielen oder nicht, die Gemeinschaft der Wissenschaftler bleibt dabei, dass das HIV-Virus weiterhin der Hauptverursacher sei. Einige Wissenschaftler wie Duisberg und Drobin sind dazu verdammt, andere Hypothesen aufzustellen, wenn sie diese These ablehnen, mit der die meisten Forscher dieser Welt arbeiten. Sie müssen andere Verursacher mit den bescheidenen Mitteln und der einzigen Gewissheit, die ihnen die Kompetenz ihrer eigenen Forschungsdomäne gibt, finden. In the whole country. Im ganzen Land, aber vor allem bei unseren AIDS-Patienten, gibt es gar keine Untersuchung über die Langzeiteffekte von inhalierten oder gespritzten Drogen. Nicht eine einzige Untersuchung wurde gemacht, nein. Und das, obwohl wir 150.000 AIDS-Patienten hatten, die fixer waren und starben. Und es gab 250 Popper und Amphetaminkonsumenten, die starben oder krank waren, durch AIDS oder durch diese Drogen. Meine grundlegende Meinung besteht darin, dass viele Faktoren zusammenkommen und HIV einer dieser Faktoren sein könnte. Ich schließe diese Möglichkeit nicht aus. Aber noch weniger schließe ich den Einfluss von Drogen und anderen Lifestyle-Einflüssen aus. Drogen, wenn sie intravenös gespritzt werden und vielleicht noch andere Ansteckungswege. Und vielleicht noch die Mitwirkung anderer Mikroorganismen. Die vorgebrachte Hypothese kann aufhorchen lassen. Sie hat zumindest verdient, wissenschaftlich fundiert dargestellt zu werden. Aber das ist das Thema eines anderen Films. Das Ziel des jetzigen Films ist es, aufzuzeigen, dass man jeden von uns durch eine grundlegende Vorsicht dazu bringen müsste, alle möglichen Hypothesen mit Aufmerksamkeit zu untersuchen, auch wenn sie uns noch so sehr missfallen sollten. Wir wollen diese Zufallsbegegnung mit Daniel Koshland, ehemaliger Chefredakteur der Zeitung Science, als Omen betrachten. Hören Sie, was er zu sagen hat.
Ich denke, wir werden so lange über die Ursachen von AIDS diskutieren, bis wir es endlich heilen können. Solange wir keine Heilung schaffen, so lange gibt es Leute, die sagen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Es stimmt nicht, dass keiner nachfragen soll, was wir gerade untersuchen, solange wir noch keine echte Lösung haben. Wenn es erst einmal eine Lösung gibt, ist die Diskussion beendet. Dann ist es also eine gute Sache, dass Leute wie Duisberg und andere weiter darüber diskutieren? Absolut korrekt. Duisberg zeigt Tatsachen auf, mit denen die meisten nicht einverstanden sind. Aber es ist einfach wichtig, sie öffentlich zu halten, um zu zeigen, dass unsere nicht die einzig mögliche Antwort ist. Das ist der einzig mögliche Weg.